So, und da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Blattgrün. Ja, es hat ein wenig gedauert, das Wochenende war sehr stressig und ich habe es einfach nicht geschafft voraufzunehmen. Aber jetzt sind wir wieder da und ja, wir waren in Orania City. Wir können uns hier erstmal ein bisschen umschauen, da wir eh nicht so lange in der Stadt sein werden. Ja, obwohl doch ein bisschen. Ich möchte auf diesem Land bauen, mein Pokémon ebnet den Boden. Ich glaube sogar tatsächlich, dass hier irgendwann ein Haus steht. Oder zumindest schon größere Baugerüste. Und ich glaube, da steht sogar hier ein Haus. Wenn man Gold und Silber spielt und später nach Kanto kommt. Bin mir ziemlich sicher, dass dort ein Haus steht. So, gehen wir erstmal hier rein. Mit einem kleinen, nichtssagenden Haus, das anscheinend nur diesen kleinen Baby hier besitzt. Besitzt du ein Habitak? Willst du es gegen Porenta tauschen? Nö, ich habe leider keinen. Und sieh mal, schon wieder Porenta, ne? Es verfolgt mich. Meine Karriere als Videospielobjekt-Schauspieler verfolgt mich selbst bis nach Orania City. Unglaublich. Was ist das Gebäude hier? Da unten ist ja auf jeden Fall die Arena. Pokémon-Fanclub. Bin ich Fan von Pokémon? Nee, eigentlich nicht. Also, boah, ist das fett. Sieh mal, das hat drei Augen. Ah ne, das soll seine Nase sein, ne? Pikachu! Ja! Ein Pikachu! Europe. Ich liebe meine Europe. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Pass auf, dass du es nicht erdrückst. Und bitte, du passt bitte auf, dass dein Pikachu nicht isst, ja? Mein Pikachu ist viel süßer als ihr Pokémon. Da hast du recht. Hi, kann ich dich nicht von hinten ansprechen? Schade. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Ah, tut er das? Hi. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Oh, sehr schön. Am liebsten mag ich Galoppa. Ich reite so gerne. Es ist so süß und schön und klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich, ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär. In Reisen, ach ups, ach, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Wir haben ein Radkupor erhalten, das bedeutet, wir können uns jetzt ein Fahrrad holen. Sehr schön. Zeige den Radkupor im Fahrradladen in Azuria City. Du hältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gut auf dem Rad. Danke sehr, das freut mich. Ich meine, du könntest ja eh kein Fahrrad mehr benutzen, weil du so dick bist. So. Ich meine, so alt bist. Nicht, weil er dick ist. Dick war er ja nicht mal. Hi, lilane Frau. Pokémon können gut oder böse sein. Das hängt ganz von ihrem Trainer ab. Aha. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, ich hätte ganz gerne einen McDouble. Ich kann gar nicht sehen, wie viele wir da schon haben. Oder ah doch, Besitz. So, davon nehmen wir 5 mit. Ja. Nein. Ja gut, das reicht jetzt erstmal. Ich habe außerdem B gedrückt, das heißt, das reicht jetzt erstmal. So, jetzt könnten wir entweder zur MS Anne gehen. Oder wir gehen durch die Dicta-Höhle. Oh shit. Muss man gefangene Pokémon haben gesehen, ne? Bin mir gerade gar nicht sicher. Das kann dann. Warte mal, wir gehen mal zurück. So, Markt. Wir kaufen mal ein paar Pokébälle, weil es kann tatsächlich sein, dass wir 10 verschiedene Pokémon gefangen haben werden müssen. Sonst bekommen wir keinen Blitz. Das wäre natürlich äußerst scheiße. So. Ja. Und wir haben erst 3. Obwohl, eigentlich müssten wir 4 haben, oder nicht? Unser Starter. Und die 3, oder nicht? Pokédex, warum lügst du? Ich hab 4 Pokémon gefangen. Mein Starter habe ich auch gefangen. Geschenkt bekommen. Ist doch dasselbe. Gut, wir gehen erstmal hier hin. Würde ich beinahe sagen. Orania City wird damit abgehakt. Hi. Aufwecker, so. Dann versuchen wir mal ein paar Kämpfe hier zu machen und ein paar Pokémon zu fangen. Das wäre ganz gut, bevor wir dann zur Dicta-Höhle gehen und von dort aus dann, ihr wisst schon, die Arena, zur MS Anne gehen und dann zur Arena. So, Dumbledore.
Ja, kein Problem. Wir sind viel zu stark. Immer noch. Ich kann es nur nochmal betonen. Wir sind viel zu stark. Ich frage mich, warum. Ich habe gerade irgendwas verschluckt. Muss ich gleich mal in der Webcam schauen, ob... Hier ist nämlich eine Fliege drin. Nee, das kann nicht sein. Das habe ich doch bemerkt, oder? Irgendwas war gerade mal... Egal, wenn er sie ist tot. Oh, sie fliegt raus, wenn ich meinen Mund öffne. Wer weiß. Oh, nee, ich glaube, das war irgendwas anderes. Oder? Hier fliegt aber eine Fliege irgendwo rum. Und ja. Die nervt mich schon den ganzen Tag. Die nervt einfach nur. Die ist die ganze Zeit hier und fliegt einfach wie wild herum. Und zwar immer zu mir. Immer zu mir. Ich stinke nicht. Nein. Versuch dein Glück gegen mich. Aber sie fliegt die ganze Zeit hier bei mir lang. Überall. Ich frage mich, wo die jetzt ist. Nee, egal. Eine Herausforderung, Spieler Jannis. Das ist aber ein sehr junger Name für dich. Wahnsinn. Ein Porygon. Ich frage mich, ich hätte glaube ich noch nie einen Porygon im Team, weil ich glaube ich gar nicht weiß, wo es das zu fangen gibt. Wo gibt es das in der ersten Gen zu fangen? Ich weiß es nicht. Mir würde auch kein Platz außer eventuell die Safari-Zone, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil da ja eher so wilde Pokémon, also so andere Pokémon sind. Also welche, ja, andere Pokémon halt. Aber eigentlich kann es nur dort sein. Oder? Was Liegestraße ist es nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, man kann das gar nicht fangen. Oder? Das kann man doch bestimmt nur tauschen oder so ein Schrott. Zumindest wüsste ich nicht, wo man es... Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Nee. So, Psystrahl! Bye-bye. Die sind echt zu schwach. Also wir müssen echt gucken, dass wir vielleicht doch schon nach der MSN unser viertes Pokémon holen. Damit das sich einfach ein bisschen ausbalanciert. Aber mit 6 Pokémon sind wir auf jeden Fall nicht mehr zu überstark, weil wir dann ja 6 Pokémon gleichzeitig trainieren müssen. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass es bei 4 Pokémon schon der Fall sein würde. Es kommen keine zufälligen Pokémon, ne? Wahnsinn. Mein Pokémon müsste bereit sein! Und ich bin bereit. Dann passen wir ja super zusammen. Kleiner Junge. Teenager Mike. Glutexo wird von Teenager Mike in den Kampf geschickt. Oh, der ist schon ein Glutexo. Oh, gerade erst entwickelt, okay. So, und Psystra. Obwohl, da hätte ich jetzt ganz gerne Wasserattacke eigentlich gemacht, ne? Das wäre schon ziemlich cool gewesen. Da, 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 da. Yeah! Zubat. Ne, wir wechseln erst bei 28. Wir machen immer so Zweierschritte, würde ich sagen. So, wenn es sich gerade nicht vermeiden lässt. Ne, da ist die Fliege. Da war sie gerade irgendwo. Ah, da, sie ist auf meinem Mischpult. Ich habe sie also nicht gegessen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist sie immer noch da? Ah ja, sie steht da. Sitzt sie einfach so auf meinem Mischpult rum. Das ist doch nicht wahr. Schämst du dich gar nicht? Harald, nenne ich dich jetzt. Harald, die Fliege. Das war schwach. Ja, du bist schwach. Mein Lieber. So, und jetzt müssen wir aber langsam mal verschiedene... Das Gute daran ist bei so einer Randomizer natürlich, ich kann jetzt auf einer Route ganz, ganz viele verschiedene Pokémon eigentlich fangen. Das macht schon Sinn. Mechaniker hast du, ist das der mit, Dito? Ach ja, stimmt, die haben ja alle random Pokémon. Hatte ich ganz vergessen. So, Psystrahl. Bam, 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 bam. Ich habe keine Chance gegen uns, die haben keine Chance. Och, ich hatte jetzt wirklich, ich krieg schon Level 28. Minun passt sogar zum Technik. Hast du Strom? Ich glaube, im Original hat er hier Magneton oder Magnetilo. Eins von beiden. Sehr schön. Level 28, lernst du was damit auch? Nein? Okay, schade. Oh, Evoli. So, jetzt wechseln wir mal zu Changu. Würde ich sagen, oh, die haben erst Level 25. Na gut, dann müssen die jetzt 3 Level trainieren. Seht ihr, und in der Zeit, wo wir jetzt diese 6 Level trainieren müssen, also 3 bei Changu, 3 bei Sterni, in der Zeit werden hoffentlich die Zufallskämpfe auch etwas stärker. Also immer höher und höher und höher und höher.
Evoli, ey. Ich hab, wann war das? Gestern Abend. Ja, ja, gestern Abend. Ein, YouTube-Video gesehen, da kam Evoli vor. Das war, Fehler in Pokémon Staffel 3 oder 4 oder so? Da wurde es doch tatsächlich gesagt, dass Evoli ja sich in 3 verschiedene Pokémon verwandeln kann. entwickeln kann. Und zwar in Aquana, Flamera und Blitzana. Oder war der Fehler, dass er eigentlich Blitzer heißt? Fällt mir nur gerade so auf, weil ich Evoli gesehen habe und das war relativ witzig. Da gab es ganz schön viele Fehler, die ich teilweise, ja gut, teilweise, ich habe das Gefühl, teilweise gab es sogar noch mehr Fehler, gerade bei den Attacken oder bei den, ja, gerade bei den Attacken. Ich wollte mir demnächst noch die nächsten Videos anschauen, bloß ich habe das mitten in der Nacht quasi geschaut, kurz zum Schlafen gehen. Und dann dachte ich mir so, nee, mehr jetzt nicht. Und jetzt kämpfe ich lieber gegen Kunibären, anstatt über Evoli zu quatschen. Alabus. Das Pokémon ist so hässlich, ne? Der Wahnsinn. So hässlich. Und ich habe in den Kommentaren stand von Amy, Amot, dass er merkt, dass ich schon sehr, sehr viele Pokémon hässlich finde. Und er hat recht. Seltsamerweise. Finde ich echt richtig viele Pokémon hässlich. Ah, die meisten Pokémon wirklich aus der dritten Gen. Die finde ich eigentlich alle hässlich. Die in der ersten gehen teilweise. Bis auf ein paar Ausnahmen. Ich finde, die dritte Gen hat keine schönen Pokémon. Ich finde das jetzt mal, die lese legendären Pokémon von der dritten Gen. Sind ja Groudon und Kyogre, das ist ja noch in Ordnung. Die sind ja cool. Aber diese Pokémon, das Pokémon sieht aus, das sieht zu lieb aus. Das sieht so aus wie so ein Ü-Ei. Ü-Ei mit Flügeln und Kopf. Was mich daran erinnert, dass ich letztens vor einer Woche oder 2 Wochen fast an einem Ü-Ei erstickt wäre. Habe ich auch getwittert. Das war nämlich schon so leicht weich. Und dadurch schon so total zäh. Also richtig weich war das halt schon, so plastikmäßig. Aber ich wollte es halt trotzdem essen. Und ja, dann ist es einfach stecken geblieben. Und ich konnte mehrere Sekunden nicht mehr einatmen und habe die ganze Zeit nur noch getrunken, bis es dann irgendwie ganz leicht noch ging und dann ging's. Dann hatte ich nur ein paar Stunden echt mega Halsschmerzen. Aber ja, daran erinnert mich dieses Latias. Und Kinibu, du warst leider gar keine Herausforderung, muss ich sagen. Oh, das ist ein Pokéball. Hallo! Oh, das sind echt die dümmsten Items, die es gibt. Wer benutzt die? Nur Leute, die wirklich so auf Strategie machen, glaube ich. So, ich hätte jetzt ganz gerne mal ein Zufalls-Pokémon. Ich würde nämlich ganz gerne ein Pokémon fangen, und zwar... Ja, das würden Leute nicht als hässlich bezeichnen. Ich finde es aber trotzdem hässlich. Es sieht so aus wie so eine... Es soll eine Meerjungfrau, seht mal, der hat da so BH. Der hat da so Muschel-BH wie Ariel. Aber ich finde es trotzdem hässlich. Und ich frage mich gerade, wie wir das fangen wollen. Wir haben keine schwache Attacke. Ich will immer Sterni. Ich glaube, der hat Turbodreher noch. Bei dem könnte das eventuell klappen. Oder? Saganabis. Ah, das ist das vorige. Wie kann sich so ein Pokémon bitte zu diesem hässlichen Vieh von vorne, von gerade eben, verwandeln? Also, warum sag ich die ganze Zeit verwandeln? Entwickeln. So, sehr schön. Ah, Whirlpool. Du kannst mir lieber einen Whirlpool geben, anstatt mein Pokémon damit anzugreifen. So, das ist natürlich die Frage, ob wir nochmal angreifen. Ein Turbodreher eventuell. Oder ob wir ihn dann schon zerstören. Ne, wir machen einen Turbodreher. Oder? Yes. Und wir befreien uns von Whirlpool. Sehr schön. Und jetzt ist es gleich nochmal ein. Natürlich. So, und jetzt fangen wir dich. Saganabis. Saganabis. Wie auch immer man dich ausspricht. So. Pokéball. Flieg! Na also. Ich müsste die Webcam da unten haben. Also unten. Ach, fick dich. Dann könnte ich meinen... so machen und dann würde der Ball direkt da so lang fliegen. Wisst ihr, wie ich das meine? Wenn ich die Webcam da unten links hätte. Oder so, ja, so unten links mäßig. So, jetzt bleibt drin, Saganabis. Sehr schön. Nö, möchten wir nicht. Das ist nämlich ein unwichtiges Pokémon, was wir eh nicht trainieren werden. Hi! Ich habe gerade angefangen, Pokémon zu trainieren. Ich bin also
10 Jahre alt. Das war auch ein Video, was ich gesehen habe über Pokémon. Ash ist tatsächlich noch 10 Jahre. Ich dachte immer nur, sie verschweigen sein Alter, wie alt er jetzt wirklich ist, aber nein. In der X und Y, in der Staffel XY von der Pokémon-Anime, da sagen sie tatsächlich, dass er 10 Jahre alt ist. Obwohl, mehrmals in den Staffeln zuvor die Rede davon ist, dass sie ein Jahr lang schon nicht mehr in dieser Stadt waren oder dass es jetzt schon 2 Jahre her ist, seitdem Pikachu und Ash sich das erste Mal gesehen haben, ist er trotzdem noch 10. Und das wirklich offiziell. Warum? Ist ja wohl nicht wahr. Okay, es wurde beschlossen oder gesagt, dass es halt wahrscheinlich dafür ist, weil es kleine Kinder schauen und er deswegen noch 10 sein soll. Aber ganz ehrlich, was soll denn das? Sie können ihn doch mindestens 2-3 Jahre lang altern. Dass er jetzt 14 oder so ist. Dass so jede Region ein Jahr lang gedauert hat. Oder so. Oder ein halbes Jahr. Meinetwegen, dann wäre er auch noch nicht so alt. Was spricht denn gegen 15-, 16-jährige Protagonisten in einem Pokémon-Anime? Die sehen sowieso nicht anders aus als 10-Jährige. Ich finde, Ash sieht sowieso jetzt nicht so aus wie so ein 10-Jähriger. Finde ich. Ich finde, er sieht schon aus, als wäre er 13, 14. So, ungefähr. Damit würde ich mich identifizieren, dass er so 13 ist. Dann können sie ihn ruhig altern lassen. In meinen anderen Anime geht das auch. Das in Kinder-Anime, dass Leute älter werden. Zumindest 2-3 Jahre. Aber gut, die laufen natürlich nicht so lange wie Pokémon, ne? So, folgentechnisch. Achso, das war's hier schon. Okay, dann haben wir den haben wir. Den haben wir noch nicht. Und ich glaube, da hinten ist schon Ende, hoffe ich. Vorsicht, ich lege hier gerade Kabel. Aha. Eine Herausforderung für Mechaniker Dennis. Sandama wird von Mechaniker Dennis in den Kampf geschickt. Mist, ich habe jetzt die ganze Zeit mit Dumbledore gekämpft, ne? Er hat schon Level 29. Scheiße. Ich wollte doch mit den anderen kämpfen. Ja, ich muss sie noch tauschen. Shit, das habe ich vergessen. So, Chango, komm mal her. Lass dir nicht die Sicht vernebeln von diesem hässlichen Pokémon. Obwohl Sandama geht eigentlich. Ja, obwohl, ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie so ein Igel. Und das ist eigentlich ganz cool. Obwohl er, glaube ich, kein Igel sein soll. Oh doch, das soll ein Igel. Nein, das soll kein Igel sein. Maulwurf, ne? Maulwurf soll es sein, ja. Oh fuck. Den 1 KP hättest du ja wohl noch abziehen können. Wenn du mich jetzt vergiftest, ne? Ich hasse dich. Habe ich noch Gegen... Ich habe kein Gegengift, ne? Ich glaube, ich habe kein Gegengift. Ich glaube tatsächlich, ich habe kein Gegengift. Scheiße. Das war was auch immer. Oh, boah, 1000 gibt er mir, ey. Sein ganzes Gehalt. So, mal sehen. Haben wir Gegengift? Nein, haben wir nicht. Oh, super. Ja, dann bleibst du jetzt erstmal ein bisschen vergiftet und hoffen, dass du das aushältst. Wir haben ja genug Tränke, um dich immer wieder aufzupushen. Das sollte schon klappen. Übrigens, das Gefühl, hätten wir Besuch bekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte die Tour gehört, aber das kann eigentlich nicht sein. In meiner Klasse bin ich der Beste! Oh mein Gott! So, eine Herausforderung von Teenager Valentin. Simsala wird von Teenager Valentin. Oh, wieso kann der Simsala haben und ich nicht? Obwohl, man konnte es bei der Randomizer einstellen. Warte, ich habe einen Simsala, ne? Ich meine natürlich, ich habe einen Simsala. Das ist ein Simsala, ne? Das ist kein Kadabra. Nein, ich hab einen Simsala, natürlich. Bin so dumm, ne? So, wir machen Mega-Hieb. Ja, fick dich mit deiner Konfusion. Du hast eine Level 17, Schätzchen. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Hä, mir in die Fresse. Oh, Chango, kannst du denn nicht zu Ende bringen? Immer so ein kleines Stückchen bleibt übrig. Ist ja wohl nicht wahr. Aquaknarre. Besiegt. So, das war's, ne? Das war sein einziges Pokémon, oder? War das sein einziges Pokémon? Ich glaube schon. Oh nein. Er schickt Blitzer oder auch Blitzana genannt in den Kampf. Auch 3 ganze Dinger, warum? Und shit, das ist ein Donner-Pokémon. Da sollte ich tatsächlich aufpassen. Obwohl, wenn es stirbt, hat es keine Vergiftung mehr. Und ich kann es mit einem Sonderbonbon heilen. Das wäre natürlich auch eine Taktik.
Aber ich denke, diesmal ist er tot, oder? Komm, besieg ihn, besieg ihn, besieg ihn, besieg ihn. Chango, das war deine Chance, nicht zu sterben. Ach komm, wir tauschen dich aus. Ich bin mal nicht so und lass dich jetzt sterben. Wetten, jetzt macht er irgend so eine Scheiße wie Heuler oder sowas. Ah ne, er macht dann. Das wäre Changos tot gewesen, okay. So, und jetzt machen wir schnell eine schnelle Attacke. Wir müssen ja eh zuerst drin sein. Dran sein, drin sein. Unglaublich. Sternschauer! Badabum, tschüss mit dir, weg mit dir, immer wieder weg mit dir. Badadadada. Ernsthaft, warum hat er denn jetzt so viele Donner-Pokémon? Nein, wir wollen nicht wechseln. Wir setzen erstmal Genesung ein und hoffen, dass das Raichu andere Attacken wie Rutenschlag macht oder sowas. Auf jeden Fall ist es langsamer als wir, das ist schon mal gut. Es setzt tatsächlich Sachen wie Rutenschlag ein. Unglaublich. Okay, Sternschauer. Wir machen dich platt, Raichu. So, zwei Sternschauer und er ist weg, okay. Oh, das ist aber eine dumme Taktik von dir, Valentin, ne? Hättest du besser machen können. Hättest du besser machen können. Musst du noch viel, viel lernen. Immer Angriff, vor allem wenn du Typvorteil hast. Ratatatatata. Ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Du musst an dir trainieren, Valentin. Nicht denen deine Pokémon. Die haben sicherlich Attacken, die gut sind. Ach, das ist ein Trainer-Scheiße. Ich dachte, das wäre so ein alter Mann, der einfach nur da rumsteht. Mann, ein Spieler Dirk. Ach, Jungblut, ja, das schaffen wir auch mit einem verletzten Fleckmon. Tango. Lamus-Ding. Bye, bye. Also wehe, du machst das jetzt nicht zu Ende, ne? Danke. So, vom Gift werden wir, glaube ich, nicht mehr getroffen. Oder? Ne, einen nicht, oder? Da stand, der hat ein Pokémon. Wollen die mich verarschen? Ich hab das sehe ich in der Aufnahme nochmal an. Da stand, der hat ein Pokémon und nicht zwei. Aber eigentlich ist es auch egal, denn, das ist auch ein Feuer-Pokémon, das ist schon mal gut. Ja, gleißendes Sonnenlicht. Ich hab's verstanden. Oh, das dumme Gift. Ja, gut, ne? Wenn das Gift tatsächlich so stark ist, dann kann ich da auch nichts gegen tun. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es mit 10 abzieht, tatsächlich. So, Aquaknarre und besiege das Groudon. Oder wie auch immer man es aussprechen will. Boah, das eine... Hat das eine Verteidigung? Das ist ja der Wahnsinn. Oder Wasserattacken werden verschwächt wegen dem Sonnenlicht. Das kann auch sein. Aber egal, ihr habt keine Chance. Oh nein. Genauigkeit singen. Ah ne, eh nicht. Ah, egal. Wir sind immer noch zuerst dran, oder? Wir sind immer noch Erster, oder? Das Ding ist lahmarschig. Das kann uns nicht wegen. Zum Glück macht das jetzt gerade nur Grimasse, ne? Boah, der singt mein Ende die ganze Zeit. Es reicht doch schon. Fick dich, du dummes Ding. So, er ist tot. Sehr schön. Es gibt immer ein erstes Mal. Ja. Und deins war heute. Superball gefunden. Yes. Okay, da ist noch ein Arsch. Fluchtseil. Und da kommen wir leider noch nicht lang. Also wir kommen hier lang, aber halt. Hier ist das Ding hier. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. So, dann würde ich sagen, war's für den Part. Im nächsten Part werden wir zurückgehen. Ich glaube, den einen Trainer noch besiegen und zur MS Anne gehen. Von daher bis zum nächsten Mal. Bye, bye und tschüss.